Moin Leute, schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid bei einer weiteren Partie 7 Days to Die. Und ich fange jedes Mal, jede Folge fange ich an mit und auch schön. Dann wollen wir uns mal wieder auf den Rückweg, also ja, doch auf den Weg machen zu. Vorher gucke ich aber hier oben nochmal rum. Hier hat die Nacht über nämlich irgendjemand gemeint, in die Spikes laufen zu müssen, glaube ich. Ja, oder nein? Oder ist er etwa schon verdunstet? Hm. Ja, dann wohl nicht. Na gut, dann schwingen wir uns auf unser Minibike und düsen mal wieder schnell zu unserem Bauplatz. Denn, ja, Eltern haften für ihre Kinder und wir wollen ja hier fertig werden. Wo ist denn das, wo ich dahin wollte? Hier hinten, ach, sitzt sogar noch da unser kleines Fähnchen. Dann düsen wir mal wieder zurück. Hätte ich eigentlich auch schon gleich hinfahren können. In der Nacht. Die Zombies sind ja zurzeit gerade, Gott sei Dank, noch nicht wirklich schneller als unser Minibike. Das funktioniert ja ganz gut. Und dann hoffe ich mal, dass wir jetzt hier mal ein bisschen was geschafft kriegen. Wobei die Grundfläche steht. Das war ja jetzt immer nur noch dieses schaufeln wir nicht Chaos. Und jetzt wissen wir ja, einfach nur mal kurz schaufeln, dass es jetzt dieselbe Ebene hat und dann können wir auch weiter drauf bauen. Ha, ich wollte gerade noch sagen, heute fahre ich hier aber ganz gekonnt um die Sachen drumherum, um dann spontan prompt wieder irgendwo gegen zu knallen. Hatte ich da nicht noch einen Zombie gehört irgendwo? Zoom bitte. Das ist ein Hirsch. Oh. Hirsch kann ich mir jetzt nicht entgehen lassen. Sonst meckert er mich wieder an und sagt, wie kannst du nur? Vor allen Dingen, wenn es so einfach ist. Lass das, ist mein Hirsch. Hm. Satz mit X, das war wohl nichts. Ach, jetzt auf einmal, oder was? Hör mal. So. Schnibbeln wir den mal kurz weg. Alter, ich hab dich angeschossen. Ja, dann halt eben nicht, ne? Was ist denn das da? Ach, ein Baum oder so. So, jetzt genug der Ablenkung hier. Ich möchte gerne ein bisschen Basisbau betreiben, wie man so schön sagt. Ich hoffe, ich bin laut genug für euch, weil ich musste irgendwie mein Mikrofon hier anders aufstellen. Es hat den Mikrofonarm leider gerade zerlegt und deswegen musste ich zurück zu meinem Tischstativ. Aber wenn ich mir den Ausschlag so angucke in meinem Audioprogramm, dann sollte das ja funktionieren. So, Schobel. Das Messer hier mal kurz rein, weil irgendwie, ja, wir könnten auch so weitermachen, aber, oh, hier vorne fehlt ja noch. Aber ich möchte, glaube ich, erstmal das hier wegschaufeln, damit ich auch richtig zählen kann und damit ich weiß, das war jetzt doof, damit ich weiß, wie viel wo sind und wie nicht hinterher wieder in die Problematik kommen, dass wir dann einen Unterschied haben, einen Höhenunterschied. Aber das steht ja auch hier, oh. Da ist mir ein bisschen warm. 12 Fleisch hat der Hirsch gebracht. Das ist ja mal ergiebig. Jetzt so ein schönes Steak daraus braten. Das wäre cool. Aber es geht ja hier nicht. Obwohl wir einen Grill haben. Also eigentlich Lagerfeuer, Grill, das müsste funktionieren. Hm, schade. So, aber ich müsste jetzt auch schon mal Flexstone. Wo sind denn hier die Rampen? Flexstone Rampen. Das ist immer wieder das Finden, was man sucht. Nein, hier. Flexstone. Das ist eine Wedge. Eine Wedge brauche ich. Eine Innenecke brauche ich auch nicht. Meine Herren, das kann doch nicht so schwierig sein. Rampenecke Füller. Was ist denn? Alter, ist das, soll das die
Kann doch nicht sein. Innenecke. Da ist er doch. Steinplattenrampe. So, das ist dann... Wie hoch war denn das Grunddingens? Wo ist denn mein Zettel? Hier ist mein Zettel. Hoppala. 5. Das heißt, ich brauche 20 Stück davon. Erstmal. Oh. Das levelt wenigstens hier Bergbauwerkzeuge und so. Praktisch, praktisch. Aber jetzt sieht die Erde hier drunter ja auch ein bisschen unschön aus. Also... Mit englischem Rasen hat das hier jetzt nichts mehr zu tun. Ich glaube, das könnte man ja, wegplätten. Das ist praktisch, wenn das überall nur so leicht ginge. Aber gut, das Schaufeln ist ja jetzt auch keine große Aktion hier. Aber was mir tatsächlich noch fehlt, und da müssten wir, glaube ich... Na gut, wir könnten auch vorher weitermachen. Also die Zwischenebene muss ich dann halt eben anders einziehen. Weil mir fehlen ja noch diese Eisengitter, die ja dann die Zwischenebene bilden sollen. Also sozusagen die erste Etage, wenn man so will. Und da brauche ich ja einen ganzen Batzen von. Ich glaube, letztes Mal habe ich gesagt 46. Ich glaube, 32 müssten auch reichen. Bin mir da jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Von daher, da brauchen wir einiges von. Und das muss ja auch erstmal das... Eisen muss ja eingeschmolzen sein und bis das dann aus der Schmiede rauskommt, das dauert ja auch wieder, ne? Von daher, wenn wir hier wenigstens noch was Nützliches bei rausbekommen würden, also irgendwie so, na gut, Gravel wäre jetzt auch doof, also wenn die Basis auf Gravel stände, aber das hier sieht mir schon sehr gravelig aus, also, naja. Guck mal weiter, so eine Mine wäre ja auch über kurz oder lang noch eine tolle Sache, ne? Aber das hat erstmal eine andere Priorität. So, bevor die mir hier runterfallen, nehme ich die nochmal weg. Oh. Jetzt hier so schön mit so einem Schaufelbagger durch oder sowas. Aber ich hoffe, das hält und funktioniert alles so, wie ich das ausprobiert habe, weil das, was ich im Kreativmodus gebaut habe, ist natürlich... die beste Variante, sage ich jetzt mal. Also da ist ja noch nicht mit irgendwelche Spucker haben irgendwas angegriffen und irgendwas weggenommen, aber eigentlich müsste das so funktionieren. Drückt mir einfach mal die Daumen. Aber ihr werdet ja sehen, was da hinterher mal rauskommt. Vielleicht ist das auch viel zu unterdimensioniert. Also das die nächste Horde, die kommt mir hier alles schon wieder einreißt und alles kaputt macht. Von daher wäre die Frage, ob wir dann vielleicht überhaupt schon Schmieden und sowas hier drin aufstellen sollen. Einfach mal abzuwarten und zu gucken, was passiert. Aber ich glaube schon, dass es halten sollte. Also ich bin da guter Dinge, muss ich sagen. So. Ist das jetzt, weil die Schaufel so schlecht geworden ist? Oder nee, weil mir die Ausdauer fehlt, ne? Ja. Tolle Wolle. So, haben wir hier noch. Könnte die Ausdauer sich jetzt vielleicht mal so ein bisschen... Ich habe noch nichts außer dem Tee dabei, was mir die Ausdauer zurückbringen könnte. Also jetzt hier sowieso so Yucca-mäßig oder sowas. Weil wenn man jetzt hier dreimal schippen muss, das ist ja schon nervig. Zweimal geht ja immer noch. Und schon wieder Bergbauwerkzeuge. Läuft. Huh. Wann ist das denn passiert? Also ich glaube, zumindest habe ich so den Eindruck, also korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube eigentlich so, für Tag 16 jetzt Level 49 zu sein, also ich glaube, da bin ich gerade ganz gut dabei. Könnte natürlich immer besser, klar, aber also wenn ich da noch die Alpha 15 im Hinterkopf habe. Ich glaube, da war ich wesentlich langsamer, was das dieses ganze Rumgelevel angeht. Von daher klappt das, glaube ich, schon ganz gut. So. Ja, jetzt haben wir hier, was haben wir hier? Ich glaube, wir erstmal zählen sollen. Das sind hier zwei. Zwei hoch. Dann haben wir hier drei.
4. Und die erste Ebene kommt bei 5. So, das halt. Na, willst du mal wieder machen? So, das hier ist also jetzt die oberste Ebene sozusagen. Ich dachte, ich hörte etwas. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie wieder runterkommen. Zip. Gut, das läuft. Ah, hier vorne fehlt auch noch die Kante. So, dann haben wir hier 1, 2, 3. Na, 4. 5. Das sollte ja so. Boah, das ist dann erstmal 5. Komme ich jetzt hier irgendwie runter, ohne mir zig Beine zu brechen? Ja, ich könnte ja jetzt hier noch irgendwo weiter unten so ein Footframe einfach hindübeln. Boah, in Etappen gefallen. Geht auch. Gut, dann werden die hier oben miteinander verbunden. Und wie hoch bist du hier? 1, 2, 3, 4. Natürlich ein zu niedrig. Zip. So, jetzt müssten das ja 5 sein, ne? Wenn ich jetzt so richtig sehe. Boah, hoffe ich doch einfach mal, dass das stimmt. Dann geht das hier nach unten. Und dann ziehen wir hier auch nochmal eine Verbindung. So. Ich habe festgestellt, das muss ich so machen, weil wenn ich sonst diesen kompletten Innenraum hier ausgestalte, rein nur mit den Stangen, mit den Eisenstangen, dann, Moment, 1, 2, 3. Nee. 3, 4, 5. Hoffe ich doch mal, dass das jetzt, ja, das sieht ganz gut aus soweit. Wenn ich das nur mit den Eisenstangen hier das Innere mache, dann funktioniert das nicht. Dann bricht das irgendwann ein und das muss ja nicht sein. Von daher dachte ich mir, dann machen wir hier mal so dieses Kreuzkonstrukt in die Mitte und dann geht das schon. So, und dann nur noch den hier draußen. Das sind 1, 2, 3. Wobei, so nah muss ich da ja gar nicht ran. Das ist 3 hoch. 4. 5. Und dann geht das hier schon nach außen. Komme ich da so rüber vielleicht? Ohne, dass ich hier gleich runterfalle. Ich falle gleich runter. Dann mache ich es vom Boden aus. Was soll's, hat ja auch funktioniert. So. Nee, in den Himmel setzen kann ich es nicht. Also es müsste auch halten, wenn ich hier auf der einen Seite bis zum Ende durchgehe, aber das ist immer so umständlich, von daher. So. Dann haben wir hier das. Voilà. Und das alles bei diesem schönen Wetter hier, Mensch, das ist ja ganz angenehm. So, zack. Und dann, ja, ist das quasi die erste Etage von unserer Basis. Das, finde ich, sieht schon mal sehr cool aus. Dann machen wir da doch schon mal ein nettes Fotochen von. Irgendwie mit der Sonne dazu und vielleicht nicht unbedingt so ein Woodframe davor. Willst du den? Ja, ein schwebender Woodframe ist auch schön. Ne, es ist ja so ein Flagstone-Dings. Kriegen wir hier vielleicht nochmal was. Das sieht natürlich auch schön aus hier, ne? So mit der Sonne dadurch und so. Nicht gerade den Rahmen davor. Gut, reicht. So, das war das. Vielleicht hätte ich gerne mein UI mal wieder. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, haben wir genug davon? Weil ich weiß ja jetzt nicht, inwieweit hier des Nachts dann vielleicht irgendwelche Leute vorbeigelaufen kommen. Dass man jetzt sagen würde, macht Sinn, wenn wir jetzt hier schon mal irgendwas aufwerten. Aber die Ecken haben wir ja auch noch dabei. Kann ich die nämlich auch schon mal einsetzen. So, nee. Ich glaube, das hier. Nee. Oh, dieses Drehen, ne? Das ist irgendwie immer
Ja, das bringt dann auch nichts. Dann, nee, Advanced. Was machst du hier? Irgendwie fand ich das vorher logischer, das Drehsystem. Ja, so. Das ist dann schon mal da. Und jetzt passt es hier natürlich wieder nicht. Ach, das muss doch noch besser gehen. Ich hatte doch on face. Da, da war es doch. So wie ich es eigentlich haben wollte. So. Das hat jetzt also zum... Ah. Ja, das ist passiert dann so. Leider auch häufiger bei der... Wenn man sagt, on-face drehen. Super. Aber die haben ja Gott sei Dank nur 500 HP. Da kann man ja mal eben was wegkloppen. Da werde ich dann aber noch ein paar brauchen, befürchte ich. So, jetzt mal richtig setzen. So, das hat... Also zum einen, finde ich, sieht das ganz gut aus, wenn das hier so abgeschrägt ist, als wenn das jetzt, ja, so offene Säulen wie hier in der Mitte sind. Ich wollte das jetzt nicht viereckig haben, weil ich hoffe, dass das vielleicht auch so ein bisschen was bringt, dass sie, ja genau, einer fehlt mir jetzt wieder, dass das ein bisschen was bringt, dass die Zombies vielleicht tatsächlich irgendwie daran vorbeilaufen oder wie auch immer man das sagen soll, also dass sie so ein bisschen, ja, sich hier halt eben nicht drin verfangen, sondern an dieser Ecke so ein bisschen vorbeiglitschen oder irgendwie sowas. So, das ist mein Gedankengang dabei, warum ich das so mache. Und ich finde, das sieht einfach, das sieht nett aus. Und wenn es dann vielleicht auch noch den gewünschten Effekt hat, dann ist ja noch umso besser. Aber es macht es dann oben ein bisschen schwierig, wenn ich die Gitterrahmen da drauf setze. Das werdet ihr dann sehen, wenn es soweit ist, dass dann... Eigentlich im Grunde genommen entsteht dadurch da eine Lücke, durch die man durchfallen kann, komischerweise auch. Also man kann ihn auf diese Schräge nicht setzen, aber man kann da durchfallen. Das ist also total, total sinnig. Dann muss man da einfach so einen Gitterrahmen oben drauf setzen. Also es geht auch, es ist kein Problem. Aber, naja, also ich finde, es macht eigentlich echt was her, wenn das hier so eine Schräge drin hat und, ja, so lange Räder, kurzer Sinn und sowas, ne? Aber dann steht das Grundgerüst ja schon mal. Das ist ja, finde ich, ging ja dann doch auch wieder echt. Also ich weiß nicht, warum ich so in dem Gedanken war, wir müssen unheimlich viel Ressourcen, also wir brauchen natürlich dann jetzt noch so vom... Jetzt ist mir wieder kalt. Fürs Aufwerten brauchen wir natürlich dann noch einiges an Cobblestone und dafür müssen wir nochmal Lehm holen und wir sollten unten anfangen, ne? Macht mehr Sinn. Müssen wir nochmal Lehm holen, dann müssen wir nochmal Steine holen, wir brauchen noch Metall, um dann diese... Eisenstangen herzustellen und so. Aber irgendwie hatte ich gedacht, dass wir einfach so unterm Strich wesentlich länger für alles brauchen, aber dass wir jetzt schon... Geh weg. Dass wir jetzt schon eigentlich im Grunde genommen so das Grundgerüst stehen haben. Und wenn wir jetzt hier oben diese Eisenstangen drin haben, dann haben wir auch sogar schon unsere Verteidigungsplattform. Also dann will ich nicht sagen, kann die Horde kommen, aber dann ist, steht das Gerüst schon mal, was wir brauchen, um dann... hier eine Horde verbringen zu können, quasi. Und darüber kommt dann die Wohnetage, das ist dann noch so ein nice to have, sozusagen. Ja, so. Also da hatte ich jetzt, ich weiß nicht, warum ich... Deswegen... das kostet Zeit, verdammt. Woher so der Gedankengang kam, wir brauchen wesentlich mehr Ressourcen, wir brauchen wesentlich mehr Zeit, um das Ganze zu machen. Und ja, eine Nailgun wäre schon cooler. Da würde es wahrscheinlich nochmal ein Stückchen schneller mitgehen. Aber ich muss sagen, so der Clawhammer, der tut jetzt auch ganz gute Dienste. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, finde ich es irgendwie gerade ein bisschen schade, dass der sich beim Arbeiten nicht abnutzt. Weil irgendwie, wenn ich dann doch eine Werkbank bauen möchte, finde ich das schon schade, da so einen komplett neuen, tollen Clawhammer reinzuhauen. Deswegen, nur weil das... als Material dazugehört. Das ist schon irgendwie schade, aber ja gut. Wenn es nicht anders geht, dann seine, wir finden zufällig noch spontan irgendwo ein. So, jetzt sind eigentlich, glaube ich, alle Grundsäulen aufgewertet soweit. Hier oben habe ich noch was vergessen. Dann können wir jetzt hier so die letzten Ecken oben auch nochmal machen. Was denn? Ach nee, schon... Kaum steht man 3 Minuten irgendwo rum. Hallo, Wanderhorde. Bitte folgen Sie mir jetzt. Hier bin ich.
Mia, Entschuldigung. Die Reisegruppe, bitte zu Mia. Aufpassen, dass da hinten keiner kommt. Oh, das war jetzt... Entschuldigung, der Arm. Also ist ja... pünktlich wie ein Uhrwerk sozusagen. Zack. Oh, das tut mir leid. Oh, diese sich hier so über den Mini-Busch backen, ist ja auch lustig. Oh. Ach, keine Ausdauer mehr. Dann gehen wir nochmal wieder ein Stückchen rüber. Die kommen mir ja hoffentlich hinterher. Und dann... Wirst du wohl. Ach, Mädel. Ich glaube, die kriege ich so auch nicht, ne? Probieren wir es mal mit der Armbrust. Das vielleicht was wird. Aber wenn die sich natürlich mitten durch den Baum... Oh, diese Bäume hier. Sehr schön. Das war die. Ach, da sind zwei von unterwegs. Huh. Das war die. Gut, der liegt jetzt. Der ist dann auch dahin. Der steht nochmal wieder auf, glaube ich. Aber... Nein, nicht mich hauen. Nein. Na toll, Blutung. Echt jetzt? Lass das. Na los, na los, na los. Benutzen. Natürlich steht der nochmal wieder auf, klar. So. Das war dann das. Sehr schön. Und hier ist noch irgendwie... Steht noch irgendjemand rum ohne Fahrschein. Den wollen wir natürlich auch hier nicht vergammeln lassen, sozusagen. Boah. Dann können wir die ja nochmal eben schnell... Ich weiß gar nicht, wo ich die alle hingelockt habe, hier die komischen Vögel. Bisschen Wasser, ein bisschen Brot dabei. Oh. Dieses Koordinierungssystem ist manchmal echt zum Mäusemelken. Hier ist noch ein Müllsack. Hab ich da schon reingeguckt? Nö. Ein bisschen Kleber, das ist gut. Da steht noch eine einsame Seele herum. Ein bisschen Pfeilspitzen. Hat er mich jetzt getriggert? Oh. Ansonsten war hier, glaube ich, nichts mehr, ne? Oder? Hm. Ja, komm. Businessman. Ab dafür. Zack. So, wegmachen können wir irgendwie ein andermal. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Und ja, dann steht ja unser Grundgerüst schon mal. Und dann können wir in der nächsten Folge einfach oben noch die nächste Etage draufbauen. Ich möchte jetzt tatsächlich mal so ein bisschen darauf achten, die Folgen ein bisschen knapper zu halten. Und deswegen sage ich vielen, vielen Dank fürs freundliche Zusehen. Wir sehen uns alle in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Bis dahin. Tschüssi.